So, wir befinden uns hier wieder vor dem Musikfassbar und vor dem Keller. Wir gehen jetzt zu Herrn Busch. Herr Busch, der schwulste Lehrer der Schule, Anmerkung. Nein, der ist der liebste Lehrer der Schule. Selbe wie immer. Hallo. Wir waren schon mal bei euch. Wir wollten mal kurz den Herrn Busch fragen, was er so zu unserem Jahrgang zu sagen hat und uns vielleicht was Nettes wünschen will für die Zukunft. Ja. Jahrgang. Ja. 2003. Abi 2003. Klar, ja. Kenn ich so wahnsinnig. Ich hatte immer Musik und so, es war eine sehr schöne Zeit, wir hatten eine Zusammenarbeit, ich würde es schade, wenn es immer gehen. Was ich euch wünsche, dass wirklich alles gut wird. Das ist lieb. Okay. Super, vielen Dank. Okay. Alles klar. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Ciao. Wir führen uns hier in der Triumphsammlung des HGG. Pokale, Pokale zu knicken. Oder war der falsch jetzt heute? Oh. Tausende von Pokalen. Tausende von Pokalen. Ganze 6 Stück. Das ist Wahnsinn. Was hat mich für Preise geholt? Turnhalle HGW. Wir sind jetzt in der zweiten Turnhalle. Wir sind leider bei den Jungen und die Mädchen sind nicht reingekommen. Hier unsere riesen Umkleidekabine. Alles da, was man braucht. Haken. Fiese Duschen. Gucken wir uns mal die Duschen an hier. Naja, ist nicht ganz, aber der Geruch kann leider nicht über die Kamera übermittelt werden. Es riecht ein bisschen nach Urin und Schweiß. So, wir gehen jetzt weiter in die Turnhalle. Oh Gott, die gehen in unsere Umkleidung. Wir werden schon beobachtet. Wer wäre es, Dinge? So, wir sind jetzt hier in der großen Sporthalle. Boah, Thorsten Finks. Und hier sind wir bei unserem Hockeystar. Bei unserer alten Turnlehrerin, packen wir den Sportführer. Und Frau Hofmann, was haben Sie zu uns zu sagen zum Abi-Jahrgang 2003? Begeistert von der Abi-Jahrgang. Ich bin klasse. Wir waren da so? Wir waren da, super. Ja? Seid ihr immer noch mit der Stufe, denke ich mal. Ja. Was wünschen Sie uns für die Zukunft? Dass all die Wünsche oder ein Großteil der Wünsche. Das ist lieb von Ihnen, Frau Hofmann. Vielen Dank. Alles klar, Dankeschön. So, wir sind jetzt hier auf dem Schulhof und wir brechen jetzt mal ein Tabu und gehen zusammen mit der Barbara. Komm, Barbara, wir gehen ins Lehrerzimmer. Lass Hände. Was du Pipi machen willst. So. Mal gespannt, was die Lehrer uns überhaupt reinlassen und was sie so zu sagen haben. So, hier oder der nächste? Ist egal. Wir gehen einmal quer durch, wir gehen hier rein, da raus. Hallo? Ja. Ich wollte mal kurz fragen, ob wir ein paar Bücher suchen dürfen und mal sehen könnten, wo die Lehrer sich so die 13 Jahre, die wir hier waren, aufgehalten haben. Also. Bücher, Bücher über Bücher. Viele Bücher, das Wissen pur. Ich zeige euch mal, wie fleißig die Lehrer sind. Eine sehr dicke Staubschicht über hier. Hier der zweite Saal. Ein fleißiger Lehrer ist noch hier. Der fleißigste der ganzen Schule. Und wir gehen mal hier. Herr Becker ist hier. Der ist Lehrer der Schule. Und Sie hatten jetzt auch mal Geschichte für, wir haben jetzt eine Tour. Das seid ihr schon so weit gekommen. Sind so weit gekommen, ja. Ich habe nochmal die Zeit vergeben. Wie war das als Schüler, Geschichte früher? Hervorragend, ja. Ich habe feste Erinnerungen, ich bringe auch ständig dran. Auch nachts, eigentlich kann man nicht wach werden, dann weiß ich auch nicht. Und was wünschen Sie von früher? Vor allen Dingen alles Gute. Das ist
dass ihr mit dieser hervorragenden Bildung auch im Berufsleben bei eine solche Dürfen wir vielleicht noch einen Blick in dieses Lehrerzimmer werfen, wo die... Ja, das ist das sogenannte Arno-Offermanns-Zimmer. Da sind die Verstoßenen. Wer sitzt hier sonst? Wir haben auch eigenes Arbeitsmaterial. Das haben wir von 1962. Und da der Stuhl ein bisschen zurückgezogen, da sitzt der Meister. Da sitzt der Meister? Auch, jawohl. Welchen Mann genau? HB. Okay. Ja? Man merkt richtig hier diese angespannte Stimmung. Diese Aura. Wissenschaftliche Aura, ja. Wir legen auch viel Wert auf Ordnung. So. Das sind wieder alte Zeiten auf Bühnen. Kunst mit Frau Slamöfels, Reggae Woman. Hallo. Der beste Mathelehrer der ganzen Schule geht da. Der beste Mathelehrer auf Umkreis von 100 Kilometer. Ausblick auf den Lehrerparkplatz. Wo ist denn der berühmte BMW vom Fass? Neue Wagen von Frau Paulus. Renault. Fahrzeugwagen kann man leider nicht sehen. Peugeot meinst du? Ja. Hier der größte Idiot der Schule. Man beachtet seine Gangart. Er wackelt gar nicht mehr so viel wie sonst. Doch. Jawohl, Chaka. Fängt aber an. Mann, ist der. Unser dritter Weltladen mit Nora, erzähl mal, wo befinden wir uns? Kein Kommentar. Erklär mal, wo bist du gerade hier? Das heißt eine Weltladen. Eine Weltladen. Angenommen. Oh, und sie wird beschossen. Kannst du einen Ball bekommen? Welchen Ball? Den Tennisball. Das sind die gemeinen Leute hier von der einen Weltladen. Geben keinen Ball wieder her. Gute Stimmung hier. Wo ist der Ball? Totenstimmung. Ich werde ein Tütchen reinbringen. Go. Sandale! Das Mädchen kommt jetzt raus.
Reihe Turteltäubchen. Hallo. Möchtest du ein Stück Kuchen haben jetzt? Nee, ich wollte nur mal so gucken, wie der Kuchenverkauf läuft. Finanzielle Seite? Mager. Bestes versteckt. Obwohl, nicht schlecht. Hallo. Hallo Frank! Nirgendwo? Ja, als ob du zum Unterricht gehen würdest. Ach Quatsch. Ich bin mit der Tasche nicht klar.